ich wünsche Ihnen einen recht schönen guten Abend. Schön, dass Sie den Festsaal gefunden haben. Man merkt, es ist noch Winter. Im Sommer ist alles ein bisschen einfacher und wir haben heute auch eine gewisse Premiere, doch dazu später mehr. Mein Name ist Tobias Halmer. Ich darf der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten hier im Landkreis München sein, unserer vierköpfigen Fraktion. Ich möchte anfangs zwei der Leute gerne namentlich begrüßen und wir fangen jetzt einmal mit unseren Gästen an. Und ich weiß, dass heute viele Piraten hier sind, das freut mich ganz besonders. Schön, dass wir uns auch kennenlernen und stellvertretend für alle Piraten würde ich ganz gerne den Dietmar Hülscher, den Bezirksvorsitzenden, recht herzlich willkommen heißen. Und Herr Hülscher, schön, dass Sie da sind. Von den Freien Demokraten hier aus dem Landkreis München, unser Vorsitzender Ralf-Dieter Raufuß. Und der Stadtvorsitzende aus München ist auch da, Andi Keck. Lieber Andi, ich danke allen anderen, die herzlich da sind, weiter nach oben, für mich seine Partei von unten nach oben. Und dann werden Bezirksvorsitzende nur begrüßt, wenn Sie unsere Gäste sind, lieber Jenny Schulz. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, wie Sie da sind. Auch viele Gemeinderäte sind bei uns, Willi Hanke zum Beispiel, aus der Sakristi Geburt zum ersten Mal in Fußbrunn ein Mandat für die Freien Demokraten erlangt hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal und Jürgen, schön, dass du da bist. Auch ich begrüße Sie herzlich heute bei dieser einmaligen und erstmaligen Veranstaltung unserer Fraktion hier im Landratsamt, im Festsaal. Das ist ein großes Glück, dass wir hier sein können. Ich denke aber, dass wir möglicherweise noch mehrere Veranstaltungen dort hier machen können. Mein Name ist, Tobi hat schon gesagt, Jörg Scholler, ich bin auch Mitglied der Fraktion, bin seit 30 Jahren im Kreistag und bin jetzt einer der stellvertretenden Landräte, allerdings heute nicht in Landratsvertreterfunktion, sondern als Mitglied der Fraktion und als FDP-Mitglied hier. Ja, das Thema des heutigen Abends ist ja Demokratie 2.0, die Zukunft der digitalen Welt in der Kommunalpolitik. Und wir spüren das ja an allen Ecken und Enden unseres Lebens, vom Haus, von der Wohnung, über den Verkehr, über die Bundestag, Parlamente, bis hin zu den Gemeinderäten, dass wir immer mehr mit der digitalen Vernetzung und mit digitalen Medien arbeiten müssen. Und das bietet natürlich auf der einen Seite viele, viele Möglichkeiten und auch Herausforderungen und auf der anderen Seite aber natürlich auch ein gewisses Maß an Gefahren. Darüber zu sprechen heute ist eigentlich unser Anliegen und da begrüße ich auf der einen Seite Herrn Roland Jungnickel, ein Internetaktivist, der auch schon, wie schon gesagt, bei den Piraten war und bei Digital Courage mitarbeitet und Arbeitskreis Neue Medien oder Digital, was war das? Vorratsdatenspeicherung. Und auf der anderen Seite begrüße ich Jimmy Schulz, unser ehemaliges Bundestagsmitglied, auch eben unser Bezirksvorsitzender und auch Mitglied der Kreistagsfraktion, der ja im Bundestag auch zuständig war für die Internet-Entgelt-Kommission, Dr. Hoppmann war. Und auch als Internetunternehmer ja seit 20 Jahren schon tätig ist. Demokratie 2.0, die Zukunft der Kommunalpolitik in der digitalen Welt. Was hat denn das alles verändert? Jörg Scholler hat es ja gerade schon angedeutet. Die digitale Revolution, die globale Vernetzung, das Internet durchdringt alle Lebensbereiche, im Privatleben, in der Wirtschaft, in der Bildung, aber eben auch in der Politik. Wer hätte das gedacht vor 5, 6 Jahren, dass jeder von uns einen Taschencomputer, ein Tascheninternet mit sich herumschleppt? Die nächste Welle kommt schon, dass wir Wearables, die iWatch steht kurz vor der Tür. Das Internet wird uns unser Leben noch weiter durchdringen. Und wir wollen uns heute Abend damit beschäftigen, was bedeutet das eigentlich ganz konkret für Politik? Was verändert sich in der Politik? Und ich habe das dieses Thema ja schon sehr lange verfolgt, nicht nur, weil ich auch politische Wissenschaften studiert habe und um das Studium zu finanzieren eine Internetfirma vor 20 Jahren gegründet habe,
war ich sowieso immer an dieser Schnittstelle schon beschäftigt, aber habe mich eben auch wissenschaftlich, aber eben auch in der Praxis sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Auch im Bundestag, als es darum ging, der Jörg hat es gerade erwähnt, diese Enquete-Kommission unter der digitalen Gesellschaft hatte nämlich eine Besonderheit. Sie sollte die Öffentlichkeit in besonderem Maße in die Arbeit dieser Enquete-Kommission mit einbeziehen. Und dann saßen wir da so 3 Monate lang und haben überlegt, was bedeutet das eigentlich? Wir haben das ja selbst schon in besonderem Maße mit einbeziehen. Dann haben wir uns mal Gedanken gemacht, was gibt es denn für technische Möglichkeiten, für Theorien, um wirklich Arbeit der Öffentlichkeit, also die Öffentlichkeit in Arbeit, in parlamentarische Arbeit, in politische Arbeit mit einzubeziehen. Wir sind dann zu ganz interessanten Schlussfolgerungen gekommen, haben viele Experimente gestartet und das fanden wir unheimlich spannend. Aber vielleicht willst du auch mal erzählen, wie siehst du das? Mein Viertel, ich wohne hier nicht weit weg, in der Nähe vom St. Martinsplatz. Da ist ein Spielplatz, der ist 2010 neu gebaut worden. Dann haben die da eine wunderschöne Wasserpumpe hingestellt. Warum erzähle ich das? Ich habe 2 Kinder, ich bin daran interessiert, dass da Wasser ist. Weil Wasser im Sommer ist viel Spaß für meine Kinder. So, jetzt haben die da allerdings keinen Wasseranschluss hingelegt. Also habe ich mich auf den Weg gemacht mit den Behörden und versucht herauszufinden, wer ist denn dafür zuständig. Allein das ist mir nicht wirklich gelungen. Sondern es hat tatsächlich 4 Jahre gedauert und erst letztes Jahr habe ich dann einen Weg gefunden über den Stadtrat, den ich auch nur persönlich kenne, dass der mal nachfragt bei der richtigen Behörde und dann 2 Wochen später lag dieser Wasseranschluss. Allerdings, auf offiziellen Wegen haben wir das nicht hingekriegt. Woran hat es gelegen? Ich konnte nicht herausfinden oder nicht sinnvoll herausfinden, wer in der Stadt sich dafür wirklich zuständig fühlt, wie sind die Entscheidungswege, welche Rechtsgrundlagen gibt es und so weiter und so fort. Und wenn ich dann danach gefragt habe, wer ist dafür zuständig, welche Rechtsgrundlagen gibt es, konnte oder wollte mir das niemand beantworten. Das ist Herrschaftswissen. Das ist effektiv hindert das Bürger daran, überhaupt partizipativ überhaupt sich zu beteiligen. Ja, wie kann man das abschaffen oder wie kann man dem begegnen, dieses Herrschaftswissen zu minimieren? Das ist Punkt 1, das Schlagwort Transparenz. Transparenz wird aber sehr stark missbraucht. Beispielsweise behauptet die Stadt München mit ihrer Transparenzverordnung oder mit der Transparenzsatzung auch Transparenz zu sein. Sie ist es sicherlich wesentlich mehr, als es noch vor 10, 20 Jahren der Fall ist. Aber um solche Sachen herauszufinden, bringt mir noch nichts. Und wenn ich in dieser Transparenzverordnung nachlese, dass wenn ich einen Antrag auf Einsicht stelle, mir eventuell Kosten in Höhe von einigen 100 € auferlegt werden, dann überlege ich mir das nochmal, ob die Pumpe am Spielplatz mir genauso viel wert ist. Des Deutschen Bundestages, der alle seine Sitzungen live im Internet gestreamt hat. Sonst werden nur die großen Plenarsitzungen übertragen, live übertragen. Und die Ausschusssitzungen finden übrigens fast alle nicht öffentlich statt. Wir haben sogar Öffentlichkeit hergestellt und zusätzlich alle Dokumente auf der Webseite der Enquete-Kommission zur Verfügung gestellt, sodass jeder mitlesen konnte, was diskutieren wir denn eigentlich gerade. Und dazu einen Livestream. Der Livestream alleine reicht nämlich nicht, wenn du nicht die Unterlagen, die Sitzungsvorlagen vor der Nase hast, dann hast du keine Ahnung, wenn dann jemand sagt, also in Seite 284, Zeile 7 hätte ich gerne das Wort und gestrichen. Ja? Kann keiner nachvollziehen, wenn er die Unterlagen nicht hat. Also das zur Transparenz gehört eine ganze Menge dazu. Ich könnte mir auch gut vorstellen, und da sitzt übrigens der Gemeinderat, der das, einer der wenigen, der das beantragt hat, Fritz Haug, nämlich Livestream aus dem Gemeinderat. Vielen Dank, Fritz, das war eine super Initiative. Ich habe das ja mehrfach bei mir versucht und immer gescheitert. Ich halte das für eine gute Idee, gerade für diejenigen, die eben nicht die Chance haben, mal eben abends in den Gemeinderat zu tingeln und sich da, die Sitzungen können ja auch manchmal recht langatmig werden, dass man da einfach mal schnell reinschaltet. Das ist der Transparenzpunkt, der mich interessiert, also kann ich mir den mal da angucken. Das halte ich für eine gute Idee. Der vielleicht noch einen Ansatz für den Stadtrat. Das kann ich, ob es da schon solche Anträge gibt vielleicht. Ich glaube, gar schon erste Ansätze, aber. Noch nicht. Also, das wäre zum Beispiel so, da sollte man ernsthaft drüber nachdenken. Da gibt es unheimlich viele Bedenken. Ja, aber dann können die Bürger ja sehen, wer da fehlt. Sie schrieb uns auch ein Protokoll. Ja, also, das ist eines der albernsten Argumente, die mir eingefallen sind. Und ja, dann können da auch Leute gucken, die nicht mit Einwohner der Gemeinde sind. Ja, da ist doch keine Passkontrolle am Eingang. Entschuldigung, da wird doch nicht geschaut, ob jemand Bürger der Gemeinde ist. Das ist alles. Also wer da was zu verstecken hat, das kann ich nicht nachvollziehen. Richtig ist aber, und da muss man auch ein bisschen aufpassen bei der Transparenz, und das ist so ein Momentum, das mir in der Enquete-Kommission aufgefallen ist. Politik braucht auch Rückzugsräume. Mir ist aufgefallen, immer dann, wenn die Kamera eingeschaltet wurde, haben sie im Saal anwesenden Politiker, aber auch die, wir hatten ja auch
ebenso viele 17 Sachverständige mit am Tisch sitzen, schalten in den Hardcore-Wahlkampfmodus. Ja? Da geht es nicht mehr um Inhalte, sondern plötzlich nur noch, sehe ich gut aus in der Kamera, bringe ich, mache ich den anderen am besten fertig und wie präsentiere ich mich vor den zig Millionen Zuschauern, 17 waren es meistens, am besten. Ja? Das waren viele Journalisten oder alles. Also es war schon wichtig, wie man sich da präsentiert. Aber das vertrauliche Gespräch, das auch mal offen aussprechen von einem Gedanken, der vielleicht nicht sofort zu einer politischen Entscheidung führt. Ich nenne es mal die dumme Frage desjenigen, der vielleicht nicht zu tief in der Materie drin steckt, die ist dann nicht mehr möglich, wenn die Kamera an ist. Weil der sich immer sofort beobachtet fühlt und sagt, okay, das ist jetzt für alle Zeiten festgehalten. Wenn ich das jetzt frage, machen die mich fertig im Netz. Das ist auch passiert. Und da muss man eben, glaube ich, die goldene Mitte schaffen. Öffentlichkeit ja, aber ich glaube auch für effektive und konzentrierte Politikgestaltung braucht es auch einen Rückzugsraum, wo man mal ein vertrauliches Gespräch führen kann, das natürlich dann danach mit der Öffentlichkeit haben muss. Das ist der Grund. Ja, also vertraut, oder wo Sie sagen, es geht aber gar nicht, dann ist es auch wurscht, ob es nur Sie sind oder ob es noch andere Leute sich dann hundertmal runterladen, das spielt für mich keine Rolle. Ein Shitstorm ist ein Shitstorm, man muss es einmal erlebt haben. Zweiten und dritten und vierten sind dann nicht mehr ganz so schlimm. Also, da muss man einfach durch. Wir haben schon einige erlebt. Ja, gut. ich will ein bisschen zurück auf Bürgerbeteiligung und die Motivation dahinter. Wir haben ja gerade schon gehört in der Exakt-Kommission, das war für mich auch ein Riesenprojekt damals, einfach zu sehen, dass sich der Bundestag so intensiv damit beschäftigt. Ich kenne auch einige der Sachverständige, die da mitgewirkt haben. Aber woher kommt eigentlich die Motivation oder was kann für einen Bürger Motivation sein, überhaupt mitwirken zu wollen? Punkt 1 natürlich klar, wenn man selber Politiker ist und wir sitzen ja heute hier im Saal, als fast alle, die irgendwie politisch aktiv sind, hat man die Motivation zu lernen, mehr Informationen zu bekommen, Netzwerke aufzubauen und so weiter. Oder Punkt 2, der Bürger hat ein tatsächliches Anliegen. Und wenn er das tatsächliche Anliegen hat, dann wird er mit einem Wust an Informationen erstmal zugeschüttet oder auch nicht. Die meisten wichtigsten fehlen in den Fällen. Formalismen, schwierige Hürden verschiedenster Art, nicht nur technischer, sondern auch zeitliche Hürden, finanzielle Hürden vielleicht. Dass allein die Motivationslage vielmals nicht ausreicht, dass sich jemand wirklich einbringen kann. Das heißt, wir müssen es einfach machen, die Bürgerbeteiligung. Ansonsten reicht die Motivation in vielen Fällen nicht aus, die ganzen Hürden überhaupt erstmal zu übernehmen. Und Punkt 2, was in den meisten Fällen auch fehlt, ist eine echte Perspektive. Denn selbst wenn die Stadt in München hat, gab da einige Projekte in Richtung Stadtentwicklung, wo es zu großen Bürgerdialogen gekommen ist, oder auch ein digitales Projekt München ist, München Digital, vor ein paar Jahren, gab es eine Advocacy-Plattform, wo man Ideen einbringen konnte, aber es stand nie dabei, wer die Ergebnisse wirklich verwertet. Maximal stand vielleicht noch dabei, ja, es ist quasi ein gutes Beratungsdokument für die Mandatsträger. Gut. Beratungsmaterial für den Mandatsträger mal, am besten wenn ihr einen Mandatsträger schafft, mit ihm ein paar Mal Wochen gehen und dann auch mehr wie überzeugt. Das war nicht mein Gefühl auch überhaupt. Ja. Aber für einen Bürger, der es ehrlich meint und keinen schwarzen Koffer noch benutzen will, das ist ganz wichtig, dann wird es schwierig. Wir müssen eigentlich den Bürgerbeteiligungsprozess auch klar machen, dass wenn eine repräsentative Mehrheit dort gefunden wurde und die muss nicht wirklich demokratisch legitimiert werden. Ich rede nicht von der echten Volksabstimmung, sondern ich rede von mehreren Bürgerversammlungen, die mehrfach ausgeschrieben werden, die in der Zeitung berichtet worden sind. Und wenn sich in so einer Bürgerversammlung dann eine Mehrheit bildet, dann sollte sich doch bitte auch meiner Meinung nach ein Stadtrat, ein Gemeinderat daran halten und das dann auch so umsetzen. Und wenn das vorher feststeht und das den Bürgern so gesagt wird, die Leute beteiligt euch, wir halten uns so mit einigen Einschränkungen, die man vorher unbedingt sagen muss, wenn es um Klassen geht, wenn es um Dinge geht, die man einfach nicht den Bürgern überlassen kann oder darf. Trotzdem, die Sachen, die sie eben entscheiden dürfen oder sollten,
dann werden so umgesetzt, wie die Bürger das beschlossen haben oder das ist beschlossen, ihre Meinung geäußert haben, dann gibt es eine Perspektive, wenn die Perspektive nicht vorhanden ist. Oder reicht ein Meinungsbild? Welches Potenzial haben wir? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Wichtig dabei ist, glaube ich, nur, dass man das auch mit der richtigen Erwartungsmanagement betreibt. Das heißt, man sagt, pass mal auf, wenn ihr euch hier engagiert, ist das das Ergebnis, was ihr dafür bekommen könnt. Dass wir es anders betrachten, ja, aber einen rechtlichen Anspruch habt ihr in diesem Bereich. Ich glaube, das ist auch wichtig, im Vorfeld mal klar zu machen, damit hinterher sonst eine enorme Enttäuschung besteht. Wir haben doch so jetzt hier uns unheimlich engagiert, Papier entwickelt, abgestimmt und jetzt passiert damit nichts. Ja, weil es vielleicht der falsche Kanal war oder weil sie vorher nicht wussten, dass damit nichts passiert. Eine ganz altmodische Form der Kommunikation quasi offline ist ja, dass sich miteinander unterhalten. Sollten Sie von Ihrer Seite aus auch an das Podium Ideen weitergeben oder etwa Fragen haben, machen Sie sich einfach bemerkbar. Ich habe ein Mikrofon, soll das benötigt werden. Ich bin der Mikroboy und komme gerne zu Ihnen. Gibt es denn bis dato schon einige Rückfragen oder Anregungen Ihrerseits? Oh Gott, oh Gott, es geht gleich los. Dann. Indem ich als Bürger nachschauen kann und gezielt suchen, wann war Abstimmung, was für Themen waren auf der Agenda, wer war anwesend, was waren ungefähr die Positionen, also diese Wikidata der Kommunalpolitik. Ich kenne sowas gar nicht und wollte fragen, gibt es da schon irgendeine Initiative in die Richtung? Weil das fände ich als Bürger sehr, sehr spannend. Also kenne ich auch nicht. Wir arbeiten also innerhalb der Partei arbeiten wir an solchen Tools, an solchen Werkzeugen, sind aber noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist die perfekte Lösung. Wie zum Beispiel eine Datenbank aller Beschlüsse zu einem Thema überhaupt erstmal sortieren zu können, das ist nicht ganz so trivial. Es gibt momentan eine Firma in Deutschland, die ein ganz interessantes Tool entwickelt, ist noch nicht auf dem Markt, kommt jetzt in den nächsten 6-8 Wochen vielleicht auf den Markt, mit denen ich eng zusammenarbeite, die eine ganz interessante Sache machen, und zwar eine Diskussionsplattform, auf der ich Entscheidungen nachvollziehbar machen kann. Das heißt also, Argumentationsfäden. Wie hat sich eine Argumentation bis hin zu einer Entscheidung entwickelt? Und zwar nicht nur mit Pro und Contra, sondern auch mit Vermittlungspositionen. Und zwar so dargestellt, dass ich sie eine Art Baumansicht haben kann, damit ich nachvollziehen kann, aus welcher Position hat sich welches Ergebnis entwickelt. Ich halte sowas für wahnsinnig spannend. Das wird wohl erstmal eingesetzt werden, zum Beispiel unternehmensintern, um bestimmte Entscheidungsprozesse in großen Konzernen nachvollziehbar zu machen. Ich arbeite an der Stelle daran, zu gucken, ist das für Politik verwertbar? Können wir politische Entscheidungsprozesse damit begleiten, aber auch hinterher verständlich darstellen? Weil das, was man sonst nur mitbekommt, ist sozusagen eine Ausgangssituation und dann hinterher ein Abstimmungsergebnis. Welche Kette von Argumenten und Schritten, Denkprozessen auch dahin geführt hat, bleibt meistens im Verborgenen. Und das ein solches Werkzeug würde das offenlegen. Sozusagen also, dieses überraschende Moment, als das erste Mal ein Mensch mit einem Skalpell aufgeschnitten wurde. Was ist denn da eigentlich darunter? Ja? Das ist der Versuch, aber es ist noch wirklich davon entfernt, irgendwie in der Praxis eingesetzt werden zu können. Aber das sind so politische, theoretische Elemente, die wirklich spannend sind. Ich würde das gerne hier auch mal so in einem kleinen Kreis, auf der Kommunalpolitik ausprobieren, zu gucken, wie kommt man denn zum Beispiel zu einer Entscheidung, dass Umgehungsstraßenort ist momentan mit Sicherheit in breiten Teilen der Gesellschaft. Entweder man ist drin oder man ist draußen aus der Gesellschaft. Ich bin draußen, wenn ich das aus Überzeugung nicht nutze, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich sehe das Problem jetzt gar nicht so dramatisch, denn das würde ja voraussetzen, dass wenn wir solche Tools anbieten, diese auch registrieren, wer welche Informationen abgreift. Das muss ja nicht sein, dass das trotzdem von anderen möglicherweise missbraucht wird, kann sein, aber der Initiator von solchen transparenten Informationen, das wäre in diesem Fall, wenn wir hier im Kreistag sitzen, der Kreistag bzw. das Landratsamt, hat ja nicht die Intention. Also das wäre natürlich ganz klar Bestandteil auch einer solchen Forderung, oder ist Bestandteil einer solchen Forderung, dass natürlich keinerlei Informationen über die Nutzer der Informationen erhoben werden. Das ist vollkommen selbstverständlich. Natürlich muss der Zugang zu politischen Informationen immer auch anonym möglich sein. Ich hatte mir gerade jemand eine Live-Statistik oder ein Live-Zwischenstand für die heutige Veranstaltung zum Thema Facebook und reale Kommunikation.
von den Personen, die mir gegenüber persönlich zugesagt haben, zur heutigen Veranstaltung zu kommen, sind 100% erschienen. Von denen, die sich per E-Mail angemeldet haben, sind ebenfalls 100% erschienen. Und von denen, die eine Zusage über Facebook getätigt haben, sind genau 50% erschienen. Ich bin ja derjenige, der sich so nennt. Also ich bin sogar festgehalten, dass ich den Geschäftsverkehr so nennen kann, wie ich will. Also ich mache nicht mal was Illegales, solange ich keine betrügerischen Absichten damit verfolge. Das heißt, wäre ich jetzt ein Troll und würde mich einfach mit einem richtigen Max Müller da hinschreiben, dann hätten wir das gleiche Problem, dass da ein Troll ist und der Blödsinn kommt. Ob da jetzt also ein Anonym als Name steht oder ein richtiger Name, das ist von meiner Warte aus noch nicht unbedingt qualitätsmerkbar. Ich habe gelernt, dass wenn ich so Kommentare lese, die ersten paar Zeichen eines Satzes geben mir schon ein Gefühl dafür, ob ich jetzt weiterlesen muss oder nicht. Das ist ein Filterlernen, glaube ich, das wir alle lernen müssen. Also die Debatte Anonymität im Internet ist eine großartige und wichtige und die müssen wir auf jeden Fall führen. Kommt jetzt ein bisschen weg vom ursprünglichen Thema, aber es ist wahnsinnig spannend. Ich bin ein großer Fan davon, dass wir Anonymität ein Grundrecht ist. Aber mit Grenzen. Und diese Grenzen muss man nochmal genauer ausrufen und definieren. Und eine der Grenzen ist, wer zu einer Wahl hat, ist der Anonymität, schlechte Pseudonymität aufgegeben. Es gibt es ja, das ist gerade Vertreter der Presse in Ausgang. Also die politische Meinungsäußerung unter Pseudonymen ist zumindest auch in Zeitungen möglich. Also ein Leser, der wird nur überprüft, ob das ein Name, da muss man immer nur einen Namen, Straße, Hausnummer aus der Zahl Ort hinschreiben und dann wird der Leserbrief veröffentlicht. Es wird nicht kontrolliert, ob diese Adresse überhaupt gültig ist oder ob es diesen Menschen überhaupt gibt. Es muss nur draufstehen auf dem Brief. Das heißt also, politische Meinungsäußerung öffentlich unter Pseudonymen war schon seit 1789, seit Erfindung der neuen Zürcher Zeitung, hier mehr durch den Gemeindeboten zugestimmt. Wenn man einen extra Boten, jetzt kommt nicht der Post, sondern kommt ein Gemeindemitarbeiter zu mir nach Hause gefahren, 3-4 Mal im Monat und bringt mir so einen Stapel Papier. Das hat er die letzten 13, 14 Jahre gemacht und seit 1. Januar bin ich jetzt einer von zwei Mandatsträgern der Gemeinde, die sich weigern, das Papier zu nehmen, sondern wir bekommen jetzt die Informationen über das Ratsinformationssystem. Das ist jetzt seit 1. Januar revolutionär möglich, das ist schon mal ganz toll, weil es natürlich auch viele Vorteile hat. Also ich selber bin ganz begeistert. Technisch ist natürlich also veraltete Technologie, aber es ist deswegen toll, weil ich thematisch organisiert Tagesordnungspunkte über mehrere Sitzungen hinweg mitschleppen kann und dort zum Beispiel Notizen mir machen kann in dem System, was wie habe ich abgestimmt, was habe ich gesagt. Und das nächste Mal, wenn der Tagesordnungspunkt wiederkommt, zum Beispiel in 2 Jahren, kriege ich sofort wieder meine Notizen von vor 2 Jahren zu sehen. Das ist also schon ein echter Fortschritt in der Arbeit. Ich würde mir wünschen, dass man dieses Ratsinformationssystem etwas öffnen, mehr öffnen könnte, als es heute ist. Nämlich gerade bei den ganzen Unterlagen, die wir zu einem Tagesordnungspunkt bekommen, davon ist vieles, was meiner Meinung nach keiner Geheimhaltungsstufe unterliegt. Das könnte man ohne Probleme auf der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, ohne dass da irgendjemand Das ist hier schon wieder ein Flowchart, der da drauf liegt, was darin passiert. Open Antrag ist eine Webseite, die darauf abzielt, dass die ja, das ist ja wurscht, ich dachte, bin ich nicht gewohnt. Kann ich hier in verschiedenen Regionen die Parlamente auswählen? Das sind in dem Fall die Parlamente, wo die Piraten im Moment vertreten sind. Und klicke da drauf und kann direkt in einem bestimmten Sachgebiet, das auch nur dazu passt, einen Antrag stellen und den zur öffentlichen Diskussion bereitstellen, zur Bearbeitung freigeben und so weiter. Und dann muss sich dieses Parlament da auch rühren, weil es steht dann sofort öffentlich, der Antrag. Ich kann auch sagen, es soll also nicht veröffentlicht werden, aber in der Regel soll der Antrag auch öffentlich sofort gelistet werden und steht dann zur Diskussion in der Öffentlichkeit bereit, steht dann zur Diskussion den Parlamentariern dort bereit. Das können Landtagsabgeordnete sein oder auch Gemeinderäte, auch Stadträte. Und dann entscheidet dieses Gremium, ob es diesen Antrag überhaupt bearbeiten will. Es gibt natürlich Fälle, wo es nicht möglich ist, diesen Antrag zu bearbeiten, wenn beispielsweise das beantragt wird, was gar nicht in den Zuständigkeitsbereich fällt, und muss man da entsprechend woanders hinverweisen. Und sobald es in die Bearbeitung geht, können dort Argumente hinzugefügt werden, damit möglichst
bürgerfreundliche Ampel und Einrichtungen. Also das ist natürlich jetzt weit weg, aber wenn ich in Ludwigshafen wohne, und da sehe ich jetzt hier, dass der Antrag wahrscheinlich nur gestellt worden ist. Die war frisch, ist eingegangen, es gibt noch keine Kommentare, das Neues steht immer oben. Das sollte erst eingegangen. Das sollte erst eingegangen. Dann gestern eingegangen, Hansestadt, wo? Lemgo, okay. Da wird im Moment der Antrag geprüft von dem jeweiligen Gremium. Wird immer direkt zugestellt zu den Fraktionsvorsitzenden oder den entsprechenden Bearbeitern, die es da gibt. Und dann geht es in die weitere Bearbeitung. Es wird immer automatisches Feedback an den Antragsteller gegeben. Antrag wird geprüft, wir haben es weitergegeben. Wir brauchen mehr Informationen und Ähnliches. Alles darum offen. Wer das Ganze nochmal nachverfolgen möchte. Und lieber Miljo sitzt genau in einem Winkel, wo deine entsprechenden Bürgerrechte gewahrt bleiben. Wir haben einen Blogger unter uns, der einen Beitrag über diese Veranstaltung schreiben wird und wo auch Auszüge davon entsprechend abrufbar sein werden. In der besten sind. Ich habe Ihnen angeboten, nachdem die Piraten ja nicht im Kreistag von Münchenland vertreten sind, wir aber schon auf Stadtebene eine sehr erquickende und gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit haben, dass auch gerne die FDP-Fraktion, wenn sie mal helfen kann, gerne bereitsteht, um auch Inhalte von Piraten dann hier in einem Gremium in den Kreistag entsprechend zu transportieren. Wir haben unsere Kooperation angeboten und ich würde mich freuen, wenn der Dialog generell intensiviert werden würde. Nochmal ganz, ganz hinten noch da. Bisher sind wir noch beieinander und können ein bisschen offline miteinander quatschen und dann freue ich mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben, ob offline, ob online oder per Chat oder per Telefon. Vielen Dank für Ihr Kommentar.